Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Das hier links von mir ist ein Lastrada Avanti EB mit absoluter Vollausstattung. Das sieht man ja schon an Felgen und allen möglichen anderen Sachen. Das ist ein Auto, das zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Da gehen wir ja schon deutlich in den sechsstelligen Bereich, was Ausstattung und solche Dinge angeht. Und da immer wieder gefragt oder gesagt wird, das ist ganz schön viel Geld. Nachvollziehbarerweise ist es ja wirklich. Stellen wir uns heute die Frage, wie viel Wohnmobil kriege ich eigentlich, wenn ich bei Pössl quasi das Einstiegsmodell im 6-Meter-Bereich nehme? Und schauen uns heute diesen wunderschönen Summit 600 Shine 600 R Plus, so ist die richtige Reihenfolge, an. Momentan in meinen Augen vom Preis-Leistungs-Verhältnis das günstigste Fahrzeug im Pössl-Programm. Was das real kostet, wenn die wichtigsten Optionen drin sind, ob der Wagen euch gefällt und ob man richtig viel Wohnmobil bekommt für fast den halben Preis, das schauen wir uns heute in diesem Video gemeinsam an. Weil ihr bei uns eben den vollen Überblick über alle Kastenwagen in allen Preisklassen bekommt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, weil wir euch wirklich die volle Bandbreite von günstigen Einstiegsmodellen, die echt wahnsinnig viel können, bis hin zu dem All-Inclusive, rundum sorglos, 7 Meter Sprinter mit allem Zip und Zap vorstellen. Und so seid ihr, glaube ich, immer ganz gut informiert. Also, wo fangen wir hier heute an? Traditionell ist es, man muss vielleicht andersrum anfangen. Die letzten Jahre sind preislich ja schon, das haben ja nur alle mitbekommen, das ist ja auch kein Geheimnis, haben die Autos alle einen relativ knackigen Sprung gemacht. In der Pössl-Historie ist es immer schon so, dass die Modelle mit diesem Plus-Zusatz hinten dran einfach dafür stehen, dass es die wichtigsten Optionen, die ihr am Werk haben wollt, gleich mit drin gibt und Pössl einfach sagt, wir packen relativ standardisiert das zusammen, was sowieso alle nehmen und machen daraus dann ein möglichst attraktives Gesamtpaket, was in seiner jeweiligen Zeit immer wahnsinnig gut dasteht. Und das trifft für den heute genauso zu. Natürlich ist der teurer als ein Twin Plus von den ersten Plus-Modellen. Es sind auch durchaus ein paar Tausender mehr drin. Es ist aber auch deutlich mehr Abgasreinigung und all solche Sachen mit dabei. Ob das alles gut oder schlecht ist, darf jeder für sich selber entscheiden. Nur faktisch muss man ja einfach in jedem Jahr gucken, was gibt der Gesamtmarkt her, wie steht ein einzelnes Auto da. Und da muss man ganz klar sagen, jedes einzelne Modelljahr war so, dass die Plus-Modelle in meinen Augen das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten abbilden. Das heißt, Plus steht im Fahrzeug immer für das Günstigste. Was haben wir hier noch mit drin stehen? Summit kennt ihr ja. Im Prinzip die Pössl-eigenen Fahrzeuge aus verschiedenen Werken in drei verschiedenen Baureihen. Es gibt die normalen Summits mit normalem Holzdekor. Es gibt den Shine, das ist das, was wir hier haben, mit dem hellgrauen Dekor. Das sehen wir nachher genau drin. Und es gibt den Prime mit dem dunklen Dekor. Und 600 steht immer ganz klassisch für die Fahrzeuglänge. Das heißt, hier haben wir 599. Also wenn ihr so wollt, den Golf unter den Kastenwagen. Der Grundriss, der wahrscheinlich im 6-Meter-Segment am meisten Leute abholt, weil er ein super guter Kompromiss aus Nasszelle, aus Sitzgruppe, aus Raum in den einzelnen Teilen, einem schönen Bett und einem vernünftigen Stauraum ist. Und alles andere sind dann immer Spezialistenlösungen. Und dann steht noch ein kleiner Zusatz mit dabei, R wie Raumbad bei Pössl. Das ist hier eine Lösung, da gucken wir auch gleich mal gemeinsam rein, was das ist. Also, wir haben hier einen ganz normalen 6-Meter-Sprinter und die wichtigste Frage am Eingang ist wahrscheinlich, wo steht überhaupt der Einstiegspreis? Für so ein Auto, so wie er hier steht, reden wir über einen Einstiegspreis von 51.999 Euro, jetzt im Modelljahr 2024. Das ist ein Auto, das ist gestern gekommen und da das unser erster 600 R Plus ist, wollten wir den gleich mal zeigen. Und ich habe nämlich heute auch den Anspruch, mit euch alle Maße und alle diese Details im Fahrzeug nochmal zu nehmen. Serienmäßig kommt das Fahrzeug natürlich erstmal nicht in Metallic, sondern so wie er hier steht, in Weiß, aber als 3,5-Tonner. Von Anfang an vernünftig mit aufgelastet und auch das, was ihr hier seht, ist Serienausstattung. Das heißt, wir haben von Haus aus Rahmenfenster mit dabei. Wir haben von Haus aus das Fenster in der Nasszelle mit dabei, was bei vielen Fahrzeugen, sowohl im Pössl-Modellprogramm als auch bei den anderen, immer mit als Option mit drin ist. Das ist in dem Wagen hier serienmäßig mit dabei. Wir haben ganz klassisch eine Kassettentoilette unten mit drin. Und wir haben sogar auch in den Hecktüren, das ist ja was, was auch nicht in jedem Modell so ist, also muss man auch immer Stück für Stück gucken, aber bei dem haben wir jetzt auch Rahmenfenster in den Hecktüren mit dabei. Also von außen sieht man dem Fahrzeug zumindest schon mal nicht an, dass er in irgendeiner Art und Weise eine Sparvariante ist. Hier auf der anderen Seite, das ist was, was immer wieder gern genommen wird, haben wir das Fenster in der, wir brauchen dafür mal einen richtigen Namen,
Schießscharten-Optik finde ich irgendwie keinen zeitgemäßen Ausdruck momentan. So ein schmales Fenster hat den großen Vorteil, dass hier, wo die Bettlänge ist, ihr euch einfach ausstrecken könnt und man trotzdem rausgucken kann, aber eben das bisschen mehr an Liegelänge hat. Auch das sehen wir nachher im Innenraum nochmal. Ja, und dann haben wir jetzt hier bewusst noch keinen einzigen Handgriff dran gemacht, also noch nichts an Zubehör montiert, weil bei Pössl die Idee halt immer ist, in diesen Paketen oder eigentlich bei jedem Modell bei Pössl ist es so, dass sowas wie eine Markise, wie ein Fahrradträger oder ein Busbiker oder eine Solaranlage oder andere Batterien ab Werk keine Option, weil Pössl ganz klar sagt, große Menge, wir wollen viel Stückzahl machen, dafür bieten wir die Fahrzeuge relativ attraktiv im Preis an und wenn ihr was individualisieren wollt, macht das bitte mit eurem Handelspartner quasi vor Ort. Das ist einerseits Fluch und Segen zugleich, weil wir als Händler da natürlich zeigen können, was wir können und auch mit unserem Beratungsvorsprung in unserem Fall zum Beispiel den einen oder anderen Kunden sicherlich überzeugen, ein Fahrzeug bei uns zu kaufen, weil wir uns vielleicht, ich will da niemandem so nahe treten, ein bisschen mehr Mühe in der Beratung geben. Aber zum anderen macht es natürlich auch sehr viel Arbeit, weil jeder kleine Handgriff bei uns in der Werkstatt gemacht werden muss. Da müsst ihr übrigens auch wahnsinnig vorsichtig sein, weil Zubehör nicht immer gleich Zubehör ist. Es gibt, egal was ihr nehmt, das fängt beim Radio an. Ihr könnt ein einfaches No-Name-Radio nehmen oder ihr nehmt ein Kenwood-Radio. Und da gibt es auch sogar bei Kenwood-Radios können wir alleine, ich könnte ein Einstiegsmodell nehmen. Das würde 250 Euro günstiger für mich im Einkaufspreis sein, als die Radios, die wir nachher einbauen. Also ihr müsst am Ende wirklich die berühmten Äpfel mit Äpfel oder Birnen mit Birnen vergleichen und auf gar keinen Fall Äpfel mit Birnen oder eben günstig mit aufwendiger oder Markenprodukten. Von außen, weil eben noch nicht viel an dem Fahrzeug passiert, es ist hier ehrlicherweise auch nicht so viel dran zu zeigen. Was der Wagen serienmäßig mit dran hat, ist die Trittstufe. Das ist ja auch nicht bei jedem Hersteller normal. Was der Wagen jetzt zusätzlich bekommen hat, ist, ich lasse den mal kurz rausfahren, das ist aber keine Serie, kostet 750 Euro Aufpreis, ist die elektrische Zuziehhilfe. Das heißt, wenn ihr die Tür leise schließen wollt, könnt ihr hier einfach nur einen Kontakt schließen und dann zieht die Tür sich von alleine ran, verriegelt ganz von alleine und wenn Kinder drin schlafen oder ihr auf einem engeren Stellplatz steht, stört ihr niemanden, weder innen noch außen. Ja, das ist ein Pössl Summit Shine 600 R+. Ob er drin hält, was er draußen verspricht und den großen Versprechungen, dass er ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt und vielleicht für euch das richtige Auto sein könnte, das gucken wir uns gleich an. Wenn ihr vorher schon genau wissen wollt, was dieses Auto kann, wie er ausgestattet ist, dann klickt einfach auf den QR-Code, den wir euch jetzt einblenden oder unten im Video, in der Videobeschreibung auf den Link zur mobile.de-Anzeige, da ist das mit drin. Wenn ihr sagt, das Modell finde ich vom Basispaket super, aber ich will eine andere Farbe, andere Motorisierung, was auch immer, sprecht uns gerne an, dann konfigurieren wir mit euch euer Wunschfahrzeug, aber eben auch dann immer mit dementsprechenden Lieferzeiten. So, ich hole mir was zu messen, dass wir im Detail genau messen können, wie es hier drin zugeht und dann legen wir drin mal gemeinsam los. Ja, hereinspaziert in unseren absoluten Preis-Leistungs-Sieger. Wir sehen hier einen Pössl Summit 600 Shine. Fangen wir mit den Besonderheiten eines Shine an. Ihr habt immer dieses graue Dekor. Ich gehe mal hier ein Stückchen zurück, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Ihr habt immer hier das graue Dekor mit dem etwas hellgrau abgesetzten und den dunklen Hölzern hier. Insgesamt was super gut bei den Kunden ankommt. Ich finde es auch persönlich schick. Und was beim Shine besonders ist, ist, dass wir integriert in die Schränke überall dieses Lichtkonzept haben. Einmal in den Klappen selber und oben als indirekte Beleuchtung. Insgesamt ist hier sowieso sehr viel Licht drin. Normalerweise ist es beim Shine auch so, dass wir oberhalb des Fahrerhauses hier das klappbare Multi-Roof, heißt es bei Pössl, da machen wir euch jetzt nochmal ein Bild rein, dass man wahlweise eine offene Ablage hat oder ein klappbares oder rausnehmbares Fach. Das ist halt einer der Punkte, die wirklich Geld kosten in der Produktion, weil diese Querstrebe vom Basisfahrzeug wegbleiben muss und man insgesamt oben verstärken muss. Da hat Pössl zum Beispiel gesagt, in dem Augenblick, wo wir beim Shine 600 Plus das Fach festlassen, wie in den ganzen anderen Modellen, wird das Auto für uns in der Produktion deutlich einfacher. Und es gibt eben auch viele Leute, die sagen, für mich ist sowieso praktischer, die Ablage festzuhaben. Ich will das gar nicht rausnehmbar haben. Wer es frei haben will, im Prime, im Trenta, seht ihr, habt ihr es überall frei. Dann ist es so, dass wir beim Shine als weitere Besonderheit das Sitzkonzept haben. Und zwar hat man sich überlegt, es gibt 1 Million verschiedene Fahrzeuge. Eigentlich sind alle so, dass Fahrer-Beifahrersitz drehbar sind. Und dann eine Zweiersitzbank hier ist.
wie machen wir das jetzt, dass der Schein sich von anderen Fahrzeugen abhebt? Und das seht ihr hier im Prinzip auf den ersten Blick. Und zwar ist das ein Konzept, was ihr für euch auswählen könnt. Und zwar können wir von 3 bis 5 Sitzplätzen hier verschiedene Varianten umsetzen. Also ihr könnt euer Auto frei zusammenstellen. Serienmäßig, wenn ihr nichts separat bestellt, kommt der Wagen mit einem einfachen Einzelsitz. Dann habt ihr hier den Sitz. Das, was ihr hier seht, ist einfach der anhängbare Zusatzsitz. Das heißt, das ist ein abnehmbarer Sitz, den ihr nur bei Bedarf, zum Beispiel fahrt ihr im Urlaub eher zu zweit und wollt für einen großen Hund oder Dinge, die ihr transportiert, hier viel Platz haben oder einfach mal ein Tänzchen aufführen können zwischendurch, dann könnt ihr den Sitz weglassen und im Alltag hängt ihr den einfach wieder dran und habt dann einfach im Alltag 4 Sitzplätze. Oder ihr sagt, wir wollen einfach hier eine feste Sitzbank haben. Da blenden wir euch jetzt einfach mal einen Sitz mit ein, die Sitzbank mit ein. Dann könnt ihr, die kostet allerdings Aufpreis, dann eine feste Sitzbank haben. Also serienmäßig Einzelsitz. Der gleiche Aufpreis wäre Zusatzsitz adaptierbar oder die komplette feste Bank. So wie es jetzt im Bild drin ist. Hatten wir, glaube ich, schon. Ah, egal. Also jetzt seht ihr das Bild. Und wenn man den Sitz rausnimmt, und dann hat man den Platz so. Und dann gibt es noch eine Variante, die habe ich eben tatsächlich vergessen zu sagen. Erstmal wundern sich bestimmt die einen oder anderen, wo ist der Sitz hin? Denke ich hier. Schnipsi, Kado unterm Bett. Das haben wir clever gelöst. Wenn man die Zweiersitzbank mitbestellt, dann kann man daran diesen ausziehbaren Sitz auch bestellen. Dann habt ihr quasi 5 Sitzplätze. Da muss man aber ehrlicherweise natürlich sagen, das ist dann eher eine Notlösung. Weil ihr hier auf der Breite, das ist ungefähr 1,30, habt ihr dann 3 Sitzplätze nebeneinander. Und der Durchgang nach hinten ist in dem Augenblick natürlich geschlossen. Aber man muss sich halt ganz klar sagen, zum Beispiel eine Familie, die meistens zu viert unterwegs ist und ab und zu mal eine 5. Person mitnimmt. Warum nicht? Ihr könntet zum Beispiel losgehen, auf dieses Auto ein Aufstelldach drauf machen, die 5 Sitzplätze, dann habt ihr ein Doppelbett hinten, ein Doppelbett oben und mit dem Zusatzbett, was ich euch gleich noch zeige, hier vorne ein 5. Bett. Das heißt, ihr habt in diesem Fahrzeug am Ende ein Auto mit Aufstelldach unter 60.000 Euro, in dem ihr mit 5 Personen nagelneu Urlaub machen könnt. Also das sind schon Szenarien, wo ich denke, ey, das ist echt cool. Das, was ihr hier seht, ist Polsterstoff Samba. Das ist nicht der Serienstoff. Auch vom Serienstoff blenden wir euch jetzt nochmal ein Bild ein, weil mir der Name gerade entfallen ist. Ich habe es extra vorhin nochmal nachgeguckt. Mir fällt es aber nicht ein. Das ist aber auf jeden Fall Samba, was ihr seht. Und ich finde, Samba passt hervorragend zu dem Summit Design. Das war immer den Prime-Modellen vorbehalten. Aber jetzt zum neuen Modell kriegen wir es eben bei dem Wagen hier auch. Was neu gekommen ist, was ich tatsächlich bisher noch gar nicht gesehen hatte, ist, dass wir hier oben Licht mit drin haben. Das ist zum einen über so einen Touch-Schalter ein- und ausschaltbar. Und ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann, aber in dem Augenblick, wo ich den Schalter gedrückt halte, kann ich das Ganze von sehr hell zu sehr dunkel packen. Und davon haben wir, so ist ganz schön hell, so dunkler, ah, ja. Und so ist wieder dunkler. Und so habt ihr halt hier vorne auch echt zum Lesen richtig viel Licht. Und wenn man den Wagen eben so mit dem Einzelsitz hier nimmt, dann habt ihr hier richtig viel Raum. Und das muss man sich eben angucken. Und das ist was, was den Schein, das könnt ihr übrigens beim Schein 45, ich nehme mal hier die Lampe kurz aus dem Weg, beim Schein 45 und beim Schein 640 könnt ihr das genauso haben. Also immer die Wahl in dem Konzept. Aber wo kann man sich bitte schön in einem Kastenwagen, egal ob 6 Meter oder 45, hier vorne so frei bewegen? Nehmt euren Berner Sennhund. Keine Ahnung, ob ihr einen habt. Der passt hier hin. Oder 5 Königspudel. Würden theoretisch auch passen. Nimmst du die mal raus, dann habe ich nämlich hier Platz, mich zu bewegen. Vielen Dank. Und dann kann man eben auch toll in der Küche stehen und hat hier, wie ihr das kennt, ne, bleibt noch mal kurz da, den Kühlschrank vorne auf der Stirnseite. Wie wir das schon so oft gezeigt haben, beidseitig angeschlagen. Das heißt, die kommt von innen und von außen ran. Und auch hier ist natürlich mehr Bewegungsfreiheit, viel komfortabler an die Sachen ranzukommen. Alle Kühlschränke, die so stehen, sind immer Kompressorkühlschränke. Das heißt, man sollte sich schon überlegen, brauche ich eine zweite Batterie oder eine Solaranlage, aber das könnt ihr eben Stück für Stück aufrüsten. So, dann merke ich einen Unterschied. Wir haben ja hier das Raumbad. Was das ist, gucken wir uns gleich an. Prinzipiell sorgt das Raumbad dafür, dass ihr eigentlich einen sehr, sehr guten Kompromiss aus Toilette, Dusche, Raumausnutzung habt. Aber das steht hier ein kleines bisschen weiter in Raum und dadurch, dass hier eben keine Sitzbank ist, geht man hier noch so frei und merkt dann hier, ah, da ist die Nasszelle. Beim Auto, was hier gleich die Sitzbank hätte, wäre ich vorher schon eingedrängt und dann müsste ich der Nasszelle nicht ausweichen. Es fühlt sich enger an, obwohl es, glaube ich, das gleiche ist.
Faktisch haben wir, wenn wir heute sagen, wir machen alle Maße, 1,43 langen Küchenblock, fast 50 cm Arbeitsfläche, in der Tiefe sind das so 49,8. Ein klassisches Kochfeld, was wir bei Pössl in fast jedem Auto haben. Elektronische Zündung, zwei relativ kleine, aber ich glaube ausreichend große Kochfelder. Kleines Waschbecken, den Wasserhahn hier mit dabei. Und man muss ja auch immer sagen, vielleicht kann man auch als Referenz sich einfach mal einen VW California oder einen Marco Polo von Mercedes nehmen. Da habt ihr ein Auto, natürlich passt der besser in die Tiefgarage, aber es ist ein Auto für über 100.000 Euro und am Ende haben die nicht mal warm Wasser. Hier haben wir ein warm Wasser Waschbecken, hier eine Duschmöglichkeit und all solche Sachen mit dabei. Als reine Arbeitsflächen, hier vorne das Stückchen sind 40 cm und hier hinterm Wasserhahn haben wir nochmal so 37. Also man kann hier wirklich gut arbeiten und wem das noch nicht reicht, der hat nochmal die Möglichkeit hier die Fläche um 39 mal 30 zu erweitern. Und dann, muss man sagen, ist doch hier schon richtig viel Raum, in dem ihr klarkommen könnt. Also ich glaube, wem das nicht reicht, der wird in einem Kastenwagen nicht kochen können. Lasst uns den Küchenblock anschauen. Auch schön, das haben wir in vielen teureren Autos nicht so schön gelöst. Eine richtig schöne Besteckschublade. Darunter eine große Schublade. Auch mit einem Softeinzug. Und hier unten eine etwas kleinere, weil da die Technik vom Kühlschrank ist. Irgendwo muss die Technik ja hin. Und dann bin ich ganz gespannt, was sich dahinter verbirgt. Haben wir hier nochmal einen großen Schrank, wo auch Stauräume rein können. Da könnte für mein Dafürhalten noch ein dritter Zwischenboden oder vielleicht höhenverstellbare Böden rein. Aber das sind ja unterm Strich dann Kleinigkeiten, die wir gut in den Griff kriegen. Und oben drüber auch nochmal das Licht in den Klappen, aber die Fächer, die hier umlaufen sind und in dieser Liner-Optik, und das kommt natürlich mit dem Licht nochmal mehr zur Geltung, das umlaufende Licht haben in den Schrankklappen und da oben. Und ihr seht vielleicht schon den ersten kleinen Nachteil des Raumbades, wenn man so groß ist wie ich. Ich stehe mit einem leicht gebeugten Kopf, weil hier unter mir eigentlich die Dusche ist. Das heißt, ich habe eine kleine Nasszelle und einen kleinen Raum hier. Und so habe ich in der Mitte den Raum doppelt genutzt. Das führt aber eben auch dazu, dass er auch wirklich unten den Raum braucht. Wir nehmen mal, wir haben grundsätzlich eine Stehhöhe an den normalen Stellen im Auto von 1,89. Und dann ist hier die Deckeneinheit von der Dusche. Das heißt, hier haben wir knapp 1,87. Ich stehe hier aber auf der Duschwanne. Und mit dem Boden drauf haben wir hier noch 1,83. Wenn man den Boden rausnimmt, ich messe da mal bewusst in die Wanne unten rein. Echte Duschhöhe habt ihr 1,85. Also Leute, die größer als 1,85 sind, können halt nicht aufrecht stehend duschen. Stört das? Nicht wirklich. Ich kann da stehen, wo ihr gerade steht. Wenn ich arbeite und in den Topf gucke, dann stehe ich sowieso leicht gebeugt nach vorne. Wenn ich auf Toilette sitze, dann sitze ich. Und wenn ich in der Sitzgruppe sitze, sitze ich auch. Für mich ist immer wichtig, dass es einen Platz gibt, wo ich mich ausstrecken kann. Und das kann ich hier halt hervorragend, da wo die Dachhaube ist. Und das Tolle an dieser Lösung ist eben, dass ihr zum einen, da fangen wir andersrum an, einen klassischen Raumteiler habt. Das heißt, man kann Wohnen und Schlafen sehr gut voneinander trennen. Wenn einer von euch früher ins Bett geht und noch arbeitet, dann kann man eben hier fast eine Trennwand ziehen. Und wenn man auf Toilette geht oder duschen will, dann nehmt ihr einfach den Flur mit in den Bereich der Nasszelle rein. Und dadurch, wenn man hier mal um die Ecke guckt, haben wir echt einen wahnsinnig großen Raum. Und das muss man halt ganz klar sagen. Guck mal, ich setze mich mal, damit ihr mal ein Gefühl dafür habt, einfach mal hier auf die Toilette. Was soll ich dazu sagen? Noch Fragen? Keine. Weil mehr Freiheit geht letztendlich nicht. Führt natürlich auch dazu, dass man hier solche Sachen wie Trenntoiletten, wie Klesana-Toiletten und Co. wunderbar einbauen kann, also damit noch für Autarkie oder zusätzlichen Komfort sorgen kann. Und auch das Waschbecken, finde ich, ist in einer adäquaten Größe. Und was wir oft bemängeln, ist, dass wir nicht ausreichend Spiegel haben. Kannst du es hier um die Ecke, ich weiß nicht, sieht man es? Also nur, dass das mit drauf ist. Hier ist ein großer Spiegel, wo ich mich voll sehen kann. Und wenn ich stehe, habe ich hier oben noch einen Spiegel. Und hinter dem Spiegel auch nochmal einen richtig schönen großen Stauraum. Und so hat man halt eine echt tolle Lösung mit dabei. Was bei den 24er Modellen, also alles was jetzt neu kommt, serienmäßig ist, ist aktuell das Fenster in der Nasszelle.
Das ist ja, haben wir vorhin ja auch gesehen, Rahmenfenster, wie alle anderen Fenster mit Fliegengitter und Verdunklungsrollo mit dabei. Und wenn man duscht, würde man das jetzt hier rumziehen. Das lasse ich jetzt, sonst seht ihr mich ja nicht mehr. Und damit auch der Rest nicht, das habe ich selber noch nie benutzt, da muss ich mal gucken, ob ich verstehe, wie das funktioniert. Ja, das verstehe ich. Ein kleiner Restvorhang sozusagen bleibt. Wir haben nämlich hier dann die Möglichkeit, ich mache jetzt nur mal den obersten Knopf, da ist noch einer da und einer unten. So hat man quasi hier eine richtige Dusche mit einer festen Wand an 3/4 der Fläche und einem Duschvorhang auf der Seite, was aber immer egal ist, weil ein Duschvorhang ja nur ein Problem ist, wenn er umlaufend ist, weil dann schmiegt er sich an. So, den klappe ich jetzt wieder zusammen. Wir haben die Stehhöhe, wir haben die Toilette, wir haben die Küche, wir haben die Sitzgruppe. Lasst uns mal messen, wie groß das Bett ist und ob das ausreicht. Was mir auffällt, ist, dass hier echt viel Licht im Auto ist. Wir haben noch nicht mal alle Lampen an und es sind überall umlaufende Lichtleisten, Spots drin, kleine Spots unten drunter. Zum Beispiel haben wir hier, dann können wir mal nehmen, gibt es die... Na, wie rum muss ich den drehen? Ah. So. Die kleinen Spots, die ihr einfach nehmen könnt und in die Lichtleisten wahlweise vorne oder in der Sitzgruppe reinhängen könnt und damit einfach Lesespots habt, da wo ihr sie braucht. Dazu habt ihr serienmäßig eben die beiden Fenster in den Hecktüren, das längliche Fenster dort, eine 40x40 Dachhaube hier und 50x70 vorne drüber. Das heißt, das alles ist mit dabei. Wir dürfen gleich, bevor wir rausgehen, den Stauraum vermessen. Wir wollten euch eh noch das Zusatzbett zeigen und dann dürfen wir eh nicht vergessen, nochmal genau auf die Preisliste zu schauen und uns die Technik-Ecke anzugucken. Von den Maßen, das ist ja für viele Leute auch relevant. Guck mal, hier kann man sehen, wo der Laser hinmisst. Also am Fensterrahmen haben wir knapp 1,60, 1,59,6. Das ist wahrscheinlich so ein Prospektmaß, 1,62,5. Realistisch von der Matratze, um mal die Verwirrung vollständig zu machen, ich würde sagen, das ist die Breite, die man wirklich als Bett nutzen kann, haben wir knapp 1,57. Auf der Seite, das ist hier glaube ich das gleiche, ja, ist genau das gleiche. Also das Bett ist im Prinzip quadratisch mit dem kleinen Ausschnitt hier für den Innenliegenden. Und in der Länge, wo können wir die am besten messen, haben wir hier 1,95, also ein ganz klassisches Ducato-Bett. Für mich ein absolut tolles Doppelbett. Also ein Bett, was hervorragend funktioniert, viel Stauraum hat. Ich mag es halt auch mit diesem offenen Raumgefühl von vorne nach hinten. Ich finde es ein schönes Auto. Und man muss ganz klar sagen, natürlich sehe ich an einigen Ecken, also zum Beispiel, wo kann man sehen, wo die Preisdifferenz herkommt. Wenn man hier um die Ecke guckt, es sind Dinge, ich will das nicht bewerten, besser oder schlechter machen, oder wir blenden euch das vielleicht gleich einfach nochmal kurz drüber. Es sind halt einige Schrauben einfach im Sichtbereich. Hier kann man es ja auch gut sehen. So viel sind das gar nicht. Aber da ist mal hier eine Schraube. Dann habt ihr, das ist meist sehr geschickt gemacht, weil ihr in der Regel aus dem Blickwinkel von euch guckt und nicht von hier hinten. Und wenn ich von hier hinten gucke, dann sehe ich hier mal eine Schraubenabdeckung. Dann sind hier hinten mal Schraubenabdeckungen. Also es ist alles da, wo man, also das kann man halt auch mit unsichtbaren Verbindungen machen. Da sagt man aber, das bringt keinen technischen Mehrwert. Also machen wir das lieber da und sorgen am Ende dafür, dass das Preis-Leistungs-Paket eben nochmal einen Tick attraktiver wird. Ja, wo sind wir denn jetzt eigentlich preislich? Lass uns da einfach mal hinsetzen und wir gucken mal, was exakt dieses Auto jetzt an Optionen hat, was er wirklich kostet, so wie er hier steht. Das finde ich die spannende Frage. Also, gemütliche Sitzgruppe, wir setzen uns nochmal gemeinsam hin. Okay, also, Butter bei die Fische, Fakten auf dem Tisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ach so, was ich euch noch zeigen wollte. Hier haben wir, irgendwo ist da eine Entriegelung. Ich bin heute auch das erste Mal in so einem, da ist sie, in so einem Summit Shine 600R Plus. Hier ist noch das rausdrehbare Stückchen für den Tisch, dass man entweder, wenn der angesteckte Sitz dort dran ist oder man hier sitzt, einfach besser an den Tisch rankommt. Aber in dem Augenblick, wo man nur den Einzelsitz hat, trotzdem das Ganze kompakt hat. Eingangspreis habe ich ja schon gesagt, wir steigen bei 51.999 €, also im Prinzip 52.000 € ein, so wie der ist. Da ist nahezu alles, was ihr hier gesehen habt, mit dabei. Was nicht im Serienumfang mit ist, zähle ich einfach nochmal für euch auf, damit ihr wisst, was jetzt Optionen waren. Der ansteckbare Sitz ist keine Serie. Serienmäßig kommt der Einzelsitz. Der ansteckbare Sitz kostet 1.000 € Aufpreis. Der dritte Schlafplatz, den wir gleich haben, ist eine Option für 419 €. Den gucken wir uns gleich an.
Dann haben wir einen zusätzlichen Steckdosensatz mitbestellt. Und zwar ist der, glaube ich, in hier unten drunter. Da blenden wir jetzt am besten auch ein Bild ein, weil ich gerade nicht genau sagen kann, es müsste einmal USB und einmal 230 Volt sein. Dann haben wir das ein besseres Truma-Bedienteil, dieses INET-X-Bedienteil mit Touchscreen. Da kommen wir gleich in der Technik-Ecke noch vorbei. Eine Gas Duo Control CS. CS steht für Crash-Sensor, das heißt, beide Gasflaschen, die ihr hinten reinstellen könnt, sind dauerhaft angeschlossen. Und ihr habt eine automatische Umschaltung, wenn die erste Flasche leer ist, dass automatisch auf die zweite geht. Bei einer Gasheizung immer eine sinnvolle Investition, weil ihr nie im Regen oder bei Kälte nachts raus müsst. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo es leer sein würde. Und dann habe ich eben Quatsch erzählt. Die Fenster in den Hecktüren müssen wir als Option bestellen. Die kosten 399 Euro Aufpreis. Die Schließhilfe haben wir beim Reingehen gesehen für 700 Euro. Die Wohnwelt Samba, den Stoff hier für 429 Euro. Und dann hat dieser Wagen hier noch ein Reifendruckkontrollsystem, also quasi eine Warnung, wenn der Reifendruck abfällt, Aufpreis 300 Euro. Diese Option zusammen mit Fracht sind in Summe dann 57.880 Euro Summe der Listenpreise. Was fehlt euch noch zum Glück? Ich würde sagen, Fahrradträger, Markise, Radio, Rückfahrkamera. Wir sind Sachen, die, also irgendwie eine Form des Fahrradtransportes, auf jeden Fall irgendwie Musik. Ich würde das mit einer Kamera kombinieren. Und fürs absolute Glück eine zweite Batterie und eine Solaranlage. Wenn man das mit drauf hat, ein Teil davon gibt es bestimmt noch in irgendeiner Form Nachlass mit dazu. Zwinker, zwinker. Sprecht uns einfach an. Dann habt ihr wirklich ein Auto und das kann man, glaube ich, sicher sagen. Wir sind auf jeden Fall mit einer 5 vorne unterwegs, abhängig davon, wie ihr euch das dann aussucht. Aber wenn wir die Sachen, über die wir gerade gesprochen haben, lass mich mal im Kopf kurz rechnen. Ja, dann kommt das auf jeden Fall hin. Ich würde sagen, ihr habt hier ein Auto, was wirklich zum Starten mit Markise, Fahrradträger und all diesen Dingen ist, wo ihr für knapp unter 60.000 Euro unterwegs seid. Und wenn man sich anguckt, was ich sonst so in den letzten Wochen an Videos gezeigt habe, da können die Autos natürlich Stück für Stück Dinge mehr oder sind aufwendiger gemacht. Aber ich glaube nicht, dass der Urlaub in einem günstigen Fahrzeug entscheidend viel schlechter wird. Aber es ist wie beim PKW. Ohne irgendeiner Automarke zu nahe treten zu wollen. Man kommt mit jedem Auto von A, also im Idealfall von A nach B, irgendwas bleibt auch mal liegen. Und es gibt Autos, die das komfortabler machen, es gibt Autos, die das schneller machen, es gibt Autos, die besser transportieren und es gibt Autos, die günstiger sind. Und am Ende müsst ihr für euch entscheiden, in welchem Paket ihr unterwegs seid. Ich glaube, dieses hier, so von meiner persönlichen Einschätzung, ist ein wahnsinnig guter Kompromiss. Es ist natürlich, wenn es ein neues Wohnmobil ist, nie ein richtig günstiges Vergnügen, aber ihr kriegt wahnsinnig viel für euer Geld. So, das ist die Zusammenfassung hier. Vom Cockpit brauche ich nicht so viel sagen, das kennen wir aus tausenden Videos. Klimaanlage, all solche Sachen sind serienmäßig mit dabei. Da fehlt, wie gesagt, noch das Radio. Achso, die Fahrerhausverdunklung ist vielleicht was, was man sich noch anschauen sollte. Hier haben wir die Verdunklung, die von unten hochkommt und natürlich auch in den Fenstern diesen Fächer zum Rumschwenken. Das heißt, solche Sachen sind natürlich alle im Serienumfang mit dabei. Weil ich es mir selber noch nicht so genau angeguckt habe, bauen wir jetzt nochmal gemeinsam den dritten Schlafplatz auf und ich kriege ein Kopfschütteln von der Seite. Das ist erst der übernächste Schritt. Gemeinsam gucken wir uns jetzt nämlich nochmal hier oben kurz die Technik-Ecke an, weil das ist auch was, was neu gekommen ist zum jetzigen Modelljahr. Einmal habt ihr hier das CP Plus Bedienteil von Truma, das braucht einen kleinen Augenblick, bis es startet. Aber so habt ihr die Möglichkeit, Heizung, Warmwasser, alles, ja, wir wollen jetzt nicht heizen und nichts machen, weil kein Gas drin ist, alles hier drüber zu steuern. Dafür gibt es eine App-Steuerung, dann könnt ihr das auch übers Handy aus dem Bett steuern, wenn ihr euch schon mal das Duschwasser anmachen müsst. Ihr habt hier die Steuerung für den Kühlschrank, da braucht man nicht viel zu erklären, das ist nur ein Aus- und ein bisschen Betriebsarten, nachts leiser, tagsüber schneller, all solche Varianten. Und hier die Fernanzeige für die Duomatik, die jetzt natürlich leer anzeigt, weil eh kein Gas drin ist. Und gleichzeitig hat er auch im Winter noch so eine Ice-X-Funktion. Das sind Optionen, die mit dazugekommen sind. Serienmäßig habt ihr hier vorne immer die Technik mit drin. Das ist eigentlich das Hauptbedienteil wie in jedem Auto. Mit einem Ausschalter, Stromversorgung für Wasserpumpe, Kühlschrank, Licht und dann eben auch Füllstandsanzeigen von Frischwasser, von Batterien und einfach mit Innen- und Außentemperatur. Also hier letztendlich alles mit dabei. Das ist ja was, was Pössl jetzt zum Modelljahr komplett neu gemacht hat. In den letzten Modelljahren war es immer so, dass wir
Ladebooster, Bordtechnik, Sicherung, Ladegerät, alles getrennt haben. In den neuen Autos ist es so, dass wir eine Kombibox unterm Sitz haben, die das alles perfekt aufeinander abgestimmt für euch erledigt. Das heißt, alles zentral dort geregelt ist. So, das war das, was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte. Jetzt drehen wir uns die Sitze, weil der Zusatzsitz hier vorne gebaut wird. Und dann gucken wir uns gleich nochmal gemeinsam an, wie das Zusatzbett für den Summit Shine aussieht, was wir hier mitbestellt haben und ihr bei eurem Wunschauto mitbestellen könnt. So sieht die Lösung von Pössl aus, wenn ihr hier ein Zusatzbett haben wollt. Das ist was, ein ähnliches Konzept habe ich schon immer für unser Kind genutzt, als wir noch kleinere Kinder hatten. Ich glaube, hier muss man ganz klar sagen, ist ganz bewusst ein Zusatzbett. Wenn ihr eine Familie seid, die dauerhaft unterwegs ist, gibt es sicher bessere Lösungen als so ein Bett. Dann würde ich immer gucken, dass ihr pro Kopf irgendwie ein festes Bett habt. Wenn ihr aber sagt, das Kind fährt nur noch ab und zu mit, oder ab und zu nehme ich mal einen Freund oder eine Freundin mit, oder manchmal wollen wir uns einfach ausweichen, weil wir uns gerade nicht so grün sind, dann sind das schöne Lösungen. Damit das fertig aufgebaut ist, würde jetzt die vordere Ecke da bei euch quasi noch mit einem Gurt oben am Griff gesichert werden, dass hier man nicht wegkippen kann sozusagen. Aber ansonsten liegt das hier eben fest mit auf und der große Vorteil, wenn man das mit Kindern nutzt, zum Beispiel wenn ihr Enkelkinder habt, die irgendwo zwischen 3 und 8 Jahre sind, die können alleine ins Bett rein und raus, weil hier ein super Einstieg ist. Die können aber nachts nicht rauspurzeln, weil einfach das ist wie so ein Gitterbett letztendlich. Alles ist zu, es kann nichts passieren. Als wir gefahren sind, haben wir immer noch mal eine Wolldecke hier drüber gelegt, um die Ablenkung optisch für den kleinen Mann ein bisschen geringer zu halten. Und der zweite Vorteil ist, viele Zusatzbetten sind sonst so, dass ihr quasi hier hinter den Sitzen schlaft. Dann ist das Bett einen kleinen Tick länger. Aber dann blockiert ihr das Rein- und Rausgehen, in dem Fall hier sogar den Kühlschrank. Keiner kann sich mehr im Auto bewegen. Und hier ist es wirklich so, dass derjenige, wenn der hier liegt, früher ins Bett geht als ihr oder später aufsteht als ihr, dann stört das halt nicht, weil man trotzdem sich an den Tisch setzen kann, rein- und rausgehen kann und alles benutzen kann. Also ich glaube, dass das eine wirklich gute Lösung ist. Ja, insgesamt haben wir dann jetzt wirklich alles gesehen. Jetzt hüpfen wir nochmal gemeinsam, vermessen nochmal den Stauraum. Und dann, glaube ich, wisst ihr wirklich, was ihr über den Summit wissen müsst und könnt euch hoffentlich ein gutes Bild machen, ob das Auto zu euch passt oder nicht. Lasst uns mal den Stauraum angucken und vermessen. Jetzt haben wir alles von drin gesehen, wissen alle Maße und alles, was überall ist. Jetzt bleibt am Ende noch die Frage, was haben wir für Stauraum mit zur Verfügung? Und das messen wir jetzt einfach mal. Das ist doch viel einfacher, dafür habe ich das doch extra mit heute. Hier haben wir von links nach rechts 1,03 Meter. Hier haben wir in der Tiefe 1,26 beziehungsweise hier auf der Seite, ach guck mal, da messen wir da oben natürlich, wo es ist, ungefähr 1,33. Und da hinten, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ist sogar noch eine kleine Vertiefung, wo noch mal ein bisschen mehr Stauraum mit drin ist. Und dann, damit wir die Maße zusätzlich haben, 70,8 hier unter. Und dann ist ja da, wo quasi das eigentliche Lattenrost ist, haben wir dann 75 cm, also ein bisschen mehr. Insgesamt ein ganz klassischer 6 Meter Stauraum, aber halt richtig schön quadratisch, serienmäßig, immer mit den Verzurrösen. Als Option könntet ihr theoretisch sogar noch so Verzurschienen haben. Das nehmen wir mal kurz zur Seite. Das haben wir ja vorhin alles schon gesehen. Ich wollte noch mal mit euch hier gemeinsam in den Stauraum gucken. In den Gaskasten gucken. Summit-typisch ist auch hier die Situation so, dass wir Platz für einmal 11 und einmal 5 Kilo haben. Und den Wagen, hier ist das eine Mono oder eine Duo-Control. Den Wagen hier haben wir, weil er mit einer Gasheizung ausgestattet ist, ab Werk mit einer Duo-Control ausgestattet. Das heißt, er springt automatisch von der ersten auf die zweite Flasche über. Was wir noch nicht gesehen haben, das ist ja quasi das Video, was alles zeigt. Hier sind einfach nur zusätzliche Serviceklappen für den Frischwassertank unten drunter, der sich hinter dem Kasten versteckt. Und auf der anderen Seite, hier hinten der Gaskasten. Und dort, das hätten wir natürlich viel besser vorhin von innen sehen können, aber zack. Da filmst du mal bitte rein. Da nochmal ein riesengroßer Stauraum, der auch dort zur Verfügung steht. Verkauft wird euch das Ganze da drüben als kleiner Schrank. Für mich ist das einfach ein schöner großer Stauraum. Ja, einerseits muss man sagen, wahnsinnig viel Geld.
auch so ein Auto in dieser Größenordnung. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch ganz klar sagen, es gibt auch sehr viel Wohnmobil und ihr müsst das ja immer ins Verhältnis zu allen anderen Autos setzen. Und ich finde tatsächlich, dass in dem aktuellen Marktumfeld und so wie Pössl sich platziert, das Auto preis-leistungstechnisch wirklich gut und schön dasteht. Ist das für euch ein Deal? Schreibt es mal runter. Mich interessiert das wirklich. Sagt ihr lieber 20.000 Euro mehr ausgeben und ein, sag ich jetzt mal, Summit 600 Prime, ähnlicher Grundriss als Fiat Automatik in Schwarz Metallic fahren oder lieber so? Was ist der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Helft mir. Wenn ihr euch selber nicht sicher seid, schaut euch auch die nächsten Videos an. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Schöne Grüße aus Stove und bis bald.